Hey, bevor das Video startet, wollte ich nochmal darauf hinweisen, dass ihr gerne in meinen Community-Tab auf YouTube, den Link dazu, wo ihr das schreiben könnt, ist auch in der Videobeschreibung, so Fragen oder so allgemein irgendwelche Sachen reinschreiben könnt. Vielleicht kommt ja genug für ein Video zusammen. Das gleiche könnt ihr auch auf meinem Discord-Server machen, das werde ich dann irgendwie zusammenpacken. Beide Links sind in der Beschreibung. Viel Spaß euch. Hey Leute, willkommen. Heute möchte ich mich mal ein bisschen um ganz alte Aufnahmen von meiner Festplatte kümmern. Und zwar ist das bei mir so, ich habe hier so eine 1TB Festplatte, wo alle meine Sachen drauf sind, die so mit Videos zu tun haben. Zum Beispiel hier ist das Finale von Varo. Ja. Auf jeden Fall war es früher dazu gedacht, dass ich, weil ich hatte keinen eigenen PC, 2019. Und dann habe ich immer bei meinem Bruder, netterweise durfte ich da aufnehmen. Und dann habe ich diese Dateien von da aus direkt auf meine Festplatte gezogen, die mir mein Vater damals geschenkt hat. Also ich habe dann die Dateien auf meine Festplatte draufgezogen. Dann bin ich damit manchmal zu meinem Vater gefahren und der hatte so einen Laptop und da war auch das Schnittprogramm drauf, was ich jetzt benutze, nur von 2014 und nicht von 2020. Und da habe ich das dann so geschnitten. Ja, später, als ich dann einen PC hatte, habe ich mir dann auch das 2020er Schnittprogramm für diesen PC hier geholt. Aber wir wollen einfach mal gucken, was das hier so für MP4 und FLV-Dateien sind, weil viele davon habe ich nämlich nie geschnitten. Und ich werde mir jetzt eine von diesen Dateien aussuchen und die so schneiden, als ob es einfach ein neues Video von mir wäre. Viel Spaß euch. Und ich habe hier gerade was nicht Schönes gesehen. Und zwar wurde zum einen mal hier gecreeft, bei mir wurde auch gecreeft. Und ich glaube, das war der Typ da oben, weil der hat da jetzt Wasserfälle zu sich hochgebaut und so. Der hat meine Sachen da angebaut. Und ich habe ihm auch gerade geschrieben, dass er gecreeft wurde. Vielleicht hat er seine Sachen auch weggeräumt. Aber ich gehe davon aus, dass er gecreeft wurde. Ich kann Pilzsuppe machen, das ist gut. Obwohl ich glaube, dieses Plugin ist gar nicht drauf, dass das hochhält. Die kann ich sogar eigentlich ganz gut gebrauchen, die Erde hier, um mir diese Fläche zu machen. Hey Leute, ich habe jetzt etwas länger nichts aufgenommen, aber das habt ihr wahrscheinlich eh nicht gemerkt. Jedenfalls war es für mich nicht so geil, da ich jetzt nichts aufnehmen konnte, auch nicht für Zweitkanäle oder für sonst was. Aber jetzt geht mein OBS wieder, meine Stimme wird auch wieder aufgezeichnet. Und heute habe ich wieder jemanden dabei, den kennt ihr wahrscheinlich schon. Moin, ich bin's, der Glockenliebhaber. Keine Glocken. Also ich von meiner Freundin nicht, ne, die gehören mir. Ja, ich weiß nicht, ob du diesen Status wirklich haben willst. Nee, eigentlich nicht. Alter, wie ich hier gerade rübergefasst habe. Alter, ich liebe deine Lachen und deine Schrecker. Hast du ja den Block? Ja, dann komm her. Jo, ich würde sagen, die Aufnahme geht zwar nur 4 Minuten, aber... Hast du mich verarscht? Nein, ich muss wirklich jetzt auch kommen. Ja, damit du mich doch mit dem Bogen hier runter spammst. Oh, da baut er sich noch weg.